Salut, je m'appelle Alexandre. Ça va? Ja, Leute, da staunt ihr, ne? Ich kann Französisch. Aber auch nur bedingt Schulkenntnisse. Ja, ich muss mich an der Stelle mal loben. Ich habe in der letzten Woche 8 oder 9 Videos rausgeknallt. Und normalerweise habe ich immer vor, pro Woche ungefähr so 3 bis 4 Videos zu produzieren. In der letzten Woche habe ich es geschafft, 9, ich glaube, es sollten 9 Videos Einige Probleme erledigen sich von zu selbst. machen. Gut gemacht, Sascha. Du bist der Beste. Okay. Quatsch. Naja, gut, Wenn man alles sich kann selbst schon nicht sein. lobt, dann lobt dich keiner, ne? Alles in Ordnung hier. Ist nicht weiter So, schlimm. meine Freunde. Wir haben die Ja, zweite also der Schuh Bestrafung hängt. erfüllt. Ja, 10 € an die Ukraine wurden überwiesen. Ich weiß Link nicht, was ihr ist in der versucht. Beschreibung auf der Nummer 11. Ja, und ja, als kleiner Nachweis, ja, dafür, dass ich auch tatsächlich gespendet habe, habe ich in der 9. Folge, genau in der 9. Folge, das hier ist die 10., ein Screenshot von meiner Ich höre nicht mehr auf, das zu fragen. Naja, PayPal-Aktivität gut, alles gemacht, kann schon ja, sein. von der Spendenaktion. War doch klar, dass ich Und diesen Screenshot habe ich dann ins Thumbnail diesen Dinger mal der eine neunten Kerbholz Folge durchschieße. hinzugefügt. Ja, da sieht man Alles klar, sozusagen ich höre nicht so mehr auf, minus das zu fragen. 10,41 US-Dollar. Der Verschlüsselung. Euro ist ein bisschen mehr wert, ja, Einsatzkosten, Zusatzkosten. deswegen Mir 10,41 selbst alles. US-Dollar wurden gespendet. So, auf jeden Fall sind wir in den letzten zwei Folgen Ganz deiner Meinung. gameplay-mäßig Meine Meinung nicht kennst so du. weit vorwärts gekommen. Ja, wir haben eine kleine Meine Geschichte ist Nachbesprechung wohl was in dran. der 6. Aber Folge wenn du gemacht. meinst, du hast Dann haben wir das alles Bestrafungskatalog so ein bisschen geschafft. abgeändert und dann haben wir mit den Leuten aus dem alten Lager, Ich frage ja gar nicht. hauptsächlich mit den Buddlern hier, gequatscht. So, Das gibt doch nur diese noch mehr Folge werde ich Ärger. übrigens Immerhin ein ist er da bisschen scharf kleiner drauf. halten. Ja, weil wir haben die 9. Folge. Oh, übrigens, wir müssen ja die Fleischschwanzen klatschen für das Rezept für unseren Herrn Koch. So. Genau. Die 9. Folge war so um die 30 Minuten. Deswegen werde ich als kleine Entschädigung die nächste Folge. Also immer wieder, wenn ich eine Folge zu lang mache, werde ich dann die nächste Folge ein bisschen kürzer machen. Deswegen werde ich mich so auf 20 Minuten orientieren. So, Freunde. Mein Plan ist es, ab dieser Folge und wahrscheinlich in der nächsten und übernächsten Folge, es sein einmal um das gesamte alte Lager drumherum zu rennen. Und dabei möchte ich auch noch ein bisschen mich auf die Quests fokussieren. Übrigens, ich habe das mit Sicherheit schon ein, zwei oder dreimal erwähnt. Die Quests in Gothic sind so gestaltet, wie sie normalerweise in einem Open-World-RPG gestaltet werden müssen, meiner Meinung nach. Denn wenn ihr hier so zum Beispiel so klickt, ja, aktuelle Missionen, dann Snuffs Rezept, zack, okay. Hier seht ihr Informationen in Form eines Textes. Ja, genau. Was ich sagen wollte ist, ja, wir kriegen Informationen, haben da so ein kleines Tagebuch oder was auch immer, wo wir die Informationen nachschlagen können. Und da haben wir keine Anzeige irgendwo links oben oder rechts oben. Anzeige im Sinne von eines Navigationssystems. Ja, du befindest dich hier in Punkt A. Nun musst du von Punkt A nach Punkt B gehen. Und zwar geht es so in diese Richtung, weißt du, nee, also ihr müsst durch Informationen, durch Lesen und selbst mit Köpfchen überlegen, ja, hier, wo finde ich Fleischschwanzen? Fleischschwanzen gibt es in den verlassenen Hütten an der Burgmauer. Nicht in dem Sinne, ja, hier, die Burgmauer ist hier auf dieser Seite, so, da musst du hin, Alter, nee, Alter, hier, lesen, Alter. Bei der Ebene von dem umgestürzten Turm, dem Südtor,
soll es eine Höhle geben. Vielleicht wachsen dort irgendwo einige Höhlenpilze. Also, da gab es ja in der letzten Folge noch die Sache mit dem Nick. Nick. Entschuldigung. der verschwundene Gardist, genau. Die Buddler im Arena-Viertel. Da waren wir doch gerade, oder? Wissen vielleicht, wo der Nick verschwunden ist. So, ich würde vorschlagen, wir gehen mal zurück ins Arena-Viertel. Ja. Der letzte Scheiß. Wieder dieselbe Leier. Der letzte Scheiß. So, ich gehe mal davon aus, dass hier ist das Arena-Viertel. Allerdings sehe ich keine Buddler. Muss ich vielleicht nach oben? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja. Aber als früher, man muss ja nicht früher war alles anders. Der letzte Scheiß. Lass mich mal vorbei. Okay. Lass mich mal durch. Ja, ist gut, Alter. Was ist mit euren los hier? Solange ich damit nicht. Vielleicht ist das ja ein Buddler. Wobei lass mich mal vorbei. Gequatscht wird viel. Der sieht aber gar nicht aus wie ein Buddler, muss ich ganz ehrlich sagen. Karim, mein Freund, kann ich. So, mit wem quatsche ich hier eigentlich? Mit. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Okay. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Besser wäre es, mein Freund, wenn du von draußen lieber nichts erfährst. Denn draußen ist das Leben sehr schwierig zurzeit. Es drohen Kriege und, naja, wie sagt man so schön, je weniger du weißt, umso besser schläfst du, mein Freund. Deswegen, ja, wie, das war's jetzt mit dem Gespräch, oder was? Geil. Ja. Ich kann wieder mal nichts machen, Alter. Korrekt. Ich kann nichts machen. Nee, geht nicht, Alter. Fuck! So, Alter. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich kann nichts machen. WASD, Enter, nein, geht nicht, Alter. Okay, wisst ihr was? Wir starten den guten alten Task Manager. Das ist bedauernswert, sehr verehrte Zuschauer. Ich hoffe, das ist doch. Ich hoffe, dass die Aufnahme gleich weiterläuft. Ich muss mal ganz kurz in OBS checken. Jawohl, die Aufnahme läuft. Also tut mir echt leid für diese. Für dieses Unglück. So. Mit wem habe ich hier gesprochen, Alter? Kirgo, du Sackgesicht, Alter. Wegen dir musste ich gerade die Aufnahme unterbrechen, Alter. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Entschuldigung. Erzähl mir was von draußen. Nein, will ich nicht. Draußen ist die Welt scheiße, hier ist die Welt besser. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Gut. Bist du gut, mein Freund? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Lass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist schön. Lass mich mal durch. Wieder dieselbe Leier. Eigentlich will ich was über Nick erfahren. Nick. Entschuldigung. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karl. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ja, ich glaube, du verlierst jeden Kampf. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Absolut. Na, wieso bist du dann hier, mein Freund, wenn du dieses Lager als dreckig bezeichnest? Gequatscht.
So, das waren keine Buddler, meine Freunde, und es tut mir nochmal leid für die. So, die Aufgabe besteht jetzt daraus. Cool. Kann ich es jetzt einfach nehmen? Schinken. Hat ja keiner gesehen, ne? Genau, wir dürfen ja unsere ganzen Items jetzt verwenden, ja? Kann man da jetzt irgendwie... Ach, da ist kein Feuer dran, ne? Wow, what? Wow! Wie hat er das Feuer jetzt gemacht, Alter? So, oder wie? Junge, die... Die Skills, sind hier in der Strafkolonie bewundernswert. Ein Stück Fleisch braten, alles Fleisch braten. Ich brate mal alles Fleisch, ja? Kein Fleisch mehr vorhanden. Okay. Und was habe ich jetzt gebraten? Oh nee, bitte nicht die Fleischwanzen, oder? Was habe ich da jetzt gebraten? Wanzenfleisch. Gebratenes Fleisch. Rohes Fleisch. Ich hab doch noch rohes Fleisch. Oder? Ja, hier, rohes Fleisch. Okay, gebratenes Fleisch gibt ganz klar mehr. Gesundheit. Hey du! Ja. Raus hier! Ich nehme mal das hier ganz kurz her. Die richtige Entscheidung. Was passiert eigentlich, wenn ich mich anschleiche? Merkt er das eigentlich? Hey du! Okay. Raus hier! Die richtige Entscheidung. So. Also, wir... Oh, da ist noch etwas. Moment. Fleischwanzen-Ragout. What? Jo, wie jetzt, Alter? Okay, alles klar. 2 gegen 1, ich nehm's mit euch allen auf. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ja, komm. Alter, fick dich, Junge! Was war das, Alter? Wer mischt sich da jetzt ein, na? Irgendein Pisser hat mir in den Rücken geschossen. Etwas Erz. Danke für die Waffe. Alter, was für Ratten, Alter. Weißt du, da ist 2 gegen 1 Kampf, Alter, und da mischen sich noch irgendwelche Pisser ein. Ich meine, die könnten mir einen Rücken schließen, Alter. So. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich höre nicht Was mehr auf das. Die Bestrafung Nummer 8. Das ist wirklich nie mein Problem. Gequatscht wird viel. Ein Video mit Lerneffekt produzieren, zum Beispiel Video über ein Gebiet zur Gesundheit oder Naturwissenschaft im Alltag. Okay, passt. Mache ich easy, Alter. Gequatscht wird viel. So, korrekt. Wir brauchen nicht abzuspeichern. Was haben wir hier jetzt? 14 Minuten. Okay, passt. Diese Bastarde, ne? So. Wir haben ja versprochen, dass wir die Folge ein bisschen kürzer machen als das letzte Mal. Nichtsdestotrotz. Na, kann man das sehen? Hoppla, Entschuldigung. Das war ein bisschen falsch gescrollt. Ah ne, wobei, ihr habt es sowieso nicht gesehen. So, das war unsere letzte Frage. Meiner Meinung nach ganz easy. Vielleicht gibt es auch ein anderes System, aber für mich, Alter, das, welcher, weißt, okay,
Was lernen wir daraus? Also kurze Analyse. Ich darf nichts klauen aus dem alten Lager. Ja, die Buddler haben mich ja angegriffen, weil ich da geklaut habe. Dadurch, ja, und wiederum dadurch, anscheinend ist es so geregelt, dass wenn dich einer angreift, dann greifen dich alle an. Ich fand es auf jeden Fall unfair, Alter. Das, weißt, du fokussierst dich, was vor dir geschieht, und dann schießt dir irgendein Pisser mit der Armbrust wahrscheinlich sogar noch in den Rücken, Alter. So, jetzt unterstreichen Sie die Figur, die nicht zu den anderen passt. Okay, also gehen wir mal systematisch vor. Fangen wir mit dem fetten Strich hier an. Also, so, nächster Punkt ist hier. Nächster Punkt ist hier. Okay, das geht so im Uhrzeigersinn. Ja, dann muss der nächste Punkt hier sein. Okay, so, und der nächste muss unten sein. Okay, gut. Der fette Strich passt schon mal gut. Jetzt gehen wir mal zu diesem Pünktchen hier. Der geht von rechts nach links. Von links nach oben. Okay, das ist Uhrzeigersinn. Dann von oben nach rechts, genau. Und von rechts nach links. Okay, passt auch. So, jetzt Doppelstrich. So, wir haben hier rechts. Dann unten. Okay, das ist auch wiederum Uhrzeigersinn. Dann geht's hier, okay. Dann geht's hier, okay. Ah, okay. So, was haben wir hier? So, meiner Meinung nach müsste der Doppelstrich nun hier unten auf der Hypotenuse sein. Ne? Jetzt haben wir hier angewandte Mathematik, ne? Dreieck, Gegenkathete, Ankathete, Hypotenuse. Das hier, hier müsste meiner Meinung nach dieser Doppelstrich sein. Ist er aber nicht. Deshalb sage ich, dass die Nummer 5 nicht zu den anderen Figuren passt. Ja, Nummer 5 hinschreiben, abspeichern und schauen, was die Uhr sagt. Ja, 18 Minuten Aufnahmezeit. Ja, das ist ganz in Ordnung. Jetzt muss ich mir überlegen, über was ich hier ein Lernvideo machen werde. Wahrscheinlich machen wir so ein bisschen angewandte Naturwissenschaft. Erstmal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge. Tschüss.